Mein Name ist Rosa Lehmann, ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite an der Universität Heidelberg. Ich hatte nie vor, Wissenschaftlerin zu werden oder hatte es nie geplant. Ich war vor, während und nach meinem Studium viel reisen, habe mich im Menschenrechtsbereich engagiert und bin früh auf Konflikte um Wasserkraftwerke und Windkraftanlagen gestoßen, vor allem in Mexiko und Zentralamerika. Und diese Themen haben mich so beschäftigt, dass ich sie wissenschaftlich durchdringen wollte. In Abschlussarbeiten, dann in der Doktorarbeit und bis heute. Und meine Themen faszinieren mich so sehr, dass ich einfach diesen Weg verfolgt habe, ohne ihn zu planen. Und da bin, wo ich nun gelandet bin. Meine Forschung zur sozialen Dimension der Energiewende hat natürlich direkt etwas mit SDG 7, bezahlbare, erschwingliche und saubere Energie zu tun. Und dabei geht es mir vor allem um die Frage, wenn es Konflikte gibt, zum Beispiel um große Windparks in Mexiko, aber auch um Wasserkraftwerke, wer kann eigentlich diese dort produzierte Energie nutzen? Wer entscheidet darüber? Wer wird von seinem Land vertrieben oder nicht? Und wer hat dann überhaupt den Zugang zu dieser Energie? Denn oft sind die Leute, die dort in diesen Regionen leben, gar nicht so sehr an Stromnetze angeschlossen. Und deswegen berühren meine Fragen Nachhaltigkeitsziele und vor allem eben das Nachhaltigkeitsziel 7. Meine Forschung zur Energiewende und Bioökonomie berührt andere SDGs, und zwar einige. Hervorheben möchte ich das SDG Reduktion von Ungleichheiten, denn die Frage, wenn es um Konflikte um Windkraftanlagen zum Beispiel geht, berührt Landkonflikte, Landungleichheiten, aber eben auch Ungleichheiten in Bezug zur Energienutzung und zu politischen Entscheidungsspielräumen. Denn oft werden die Entscheidungen getroffen von Leuten, die aufgrund von wirtschaftlicher Macht viel mehr Einfluss haben. Andere SDGs, die meine Forschung berührt, ist zum Beispiel das SDG zu Innovationen und Infrastruktur, aber auch Leben auf dem Land und natürlich internationale Kooperation zur Erreichung der SDGs. Denn wenn es um die globale Energiewende geht, geht es ja auch um internationale Zusammenarbeit, um Technikaustausch und die gemeinsame Bekämpfung der Klimakrise durch eine Energiewende.